An dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe, mein Bildschirm ist jetzt zu sehen. Danke an den Christian Weiß für die Anmoderation und danke auch natürlich für die Möglichkeit, hier dieses Webinar in Kooperation mit FXFlat abzuhalten. Sie hören gerade den Christian Stern, das ist hier der Linke auf dem PowerPoint und mit dabei wird heute auch wieder sein der Tristan Budach, der Rechte auf dem PowerPoint, unser Markttechniker. Wir wollen also das, was wir in der letzten Woche am Montag begonnen haben, heute fortsetzen und den zweiten Wochenausblick dieser Reihe zusammen veranstalten. Wollen immer in dieser Stelle Montagabend auf die Märkte schauen, auf die Positionen, die wir zusammen hier eröffnen und natürlich gemeinsam auch Trading-Ideen erarbeiten. Dazu nochmal der Aufruf an alle Teilnehmer, wenn Fragen sein sollten, bitte einfach in den Chat einstellen. Wir sind hier gerne bereit, diese immer zu beantworten. Gerne auch die einfachen Fragen stellen. Manchmal traut man sich nicht so recht, da eventuell auch Grundlagenfragen zu stellen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, um hier irgendwann voranzukommen im Trading, dass auch diese Themen abgearbeitet werden. Also auch gerne dann mal Fragen stellen, die man sich vielleicht sonst gar nicht traut. Ja, schau mal auf die heutige Abendveranstaltung. Wir wollen, wie auch das letzte Mal, zunächst auf die fundamentalen Termine für die kommende Handelswoche schauen. Dann wieder unsere wichtigsten Major-Währungen und liquidesten Hauptmärkte kurz aus Sicht der Chart- und Markttechnik diskutieren und dann eventuell auch hier Trading-Ideen und Trades ableiten. Wir haben uns ein kleines Spezial für heute Abend überlegt, nämlich einfach mal auf die DAX 30-Aktien geguckt. Gibt es da vielleicht die ein oder andere Trading-Idee in den Aktien selber, weil einfach aus dem Grund heraus FXFlat ein sehr, sehr guter Partner ist, was das Aktientrading angeht und man hier im Gegensatz zu anderen Brokern ein sehr, sehr gutes Konditionsmodell hat, als Trader auch mit möglichst kleinen Konten hier ein gutes Risiko-Money-Management zu fahren. Dann wollen wir auch heute Abend und ich bitte jetzt schon mal die Teilnehmer, eventuell das auch im Chat hier aktiv mitzugestalten, etwas mehr auf die Wunschanalysen eingehen. Wir haben es leider letzte Woche nicht mehr geschafft. Wir haben die ganze Sache etwas überzogen. Mag auch dessen geschuldet sein, dass es einfach die erste Veranstaltung war, dass noch einiges zu erklären war. Dementsprechend, wer heute einen Wunsch hat, eine Aktie, die wir uns mal anschauen sollten, gemeinsam vielleicht eine Trading-Idee vorstellen möchte, der ist gerne eingeladen, dies hier im Chat zu tun. Und dementsprechend werden wir auch diesmal alle Informationen über die Woche und weiterführende Sachen auf unserer eigens für die Veranstaltung angelegten Homepage publizieren. Das ist einfach tradingstars.de, dann der Reiter Markttechnik. Ich werde das nochmal ganz kurz hier zeigen an dieser Stelle. Einfach tradingstars.de und dann findet man rechts oben den Reiter der Markttechnik. Hier haben wir beispielsweise auch nochmal festgelegt die nächsten Termine in Kooperation mit FXFlat. Das ist beispielsweise auch dann ein Theorieteil, dreiteilig, das Ganze hier für diejenigen, die sich interessieren für die markttechnischen Grundlagen. Dann haben wir auch hier unsere Trading Matrix der letzten Woche veröffentlicht und auch nochmal hier einen Link immer zur letzten Aufzeichnung der letzten Webinarveranstaltung ermöglicht. Ansonsten möchte ich ganz kurz noch auf einen Event unsererseits hinweisen. Wer in München oder Umgebung Süddeutschland wohnt oder sich unsere schöne Stadt mal anschauen möchte, wir machen Ende November ein Trading-Seminar mit der Live-Übertragung des ganzen Seminars. Das heißt, wer hier von daheim aus teilnehmen möchte, kann das auch gerne tun. Wir haben geballt mit unseren Partnern zusammen hier 10 Fachvorträge und davon auch tatsächlich 3 nachweislich profitable Handelsstrategien, die Sie komplett damit bekommen. Das heißt, wer vielleicht Lust und Zeit hat, Ende November nach München zu kommen, der ist hier gerne eingeladen. Wir sind eine ganz bunte Mischung hier aus Referenten und dementsprechend auch ein sehr, sehr interessantes Thema, beziehungsweise generell ist es ja selten, dass man eine komplette Handelsstrategie irgendwo dann auch mal zur Verfügung gestellt bekommt. Ich stelle mal den Link in den Chat ein, weil gerade danach gefragt wird. Selbstverständlich. Ansonsten morgen Abend mit mir auch in Kooperation mit FXFlat die technische Clusteranalyse Teil 1. Wer Lust und Zeit hat und mal wissen möchte, wie wir überhaupt zu unseren Chartbildern kommen, wer sich das vielleicht auch irgendwann selber aneignen möchte, der ist dazu ganz herzlich eingeladen.
und dementsprechend morgen 18 Uhr hier auch teilzunehmen. Ansonsten vielleicht noch interessant in dieser Woche unser Trading-Wettkampf hier, Echtgeld-Wettbewerb, privater Trader. Hier hat sich ein Trader vorgearbeitet in den letzten Tagen. Dementsprechend auch einfach mal hier draufklicken auf die Grafik, dann kommt man hier zu den Details. Beispielsweise war das hier gerade der David W. Man kann sich dann die Performance angucken. Der hat scheinbar hier mit einem einzelnen Trade relativ viel Gewinn gemacht. Wen das interessiert hier, wie unsere Trader abschneiden, um ehrlich zu sein, ist das ein Querschnitt aus der deutschen Trading-Szene. Relativ schlecht, aber durchaus auch sehr, sehr interessant. Hier teilzunehmen. Okay, dann möchte ich an dieser Stelle auch schon weitermachen und zwar mit den Inhalten für heute Abend. Wir wollen schauen auf die kommenden Fundamentaltermine dieser Handelswoche. Ganz, ganz wichtig, bis Donnerstag ist eigentlich nichts los. Maximal regionale Events, Bank of Canada hat dann Zinsentscheid, also Währungshandel sollte ja generell immer ein bisschen sich da tiefergehend informieren. Generell für die Aktienmärkte interessant wird es aber, wie gesagt, erst am Donnerstag mit einem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Hochinteressant ist es hier immer, den Euro-US-Dollar zu beobachten. Es gibt hier sogar statistische Trading-Möglichkeiten, wenn man das einfach mal auswertet, wie sich da diese Währung bewegt zu diesem Zinsentscheid, kann man da sehr, sehr gute Trading-Strategien entwickeln. Was dann eher nicht handelbar ist, ist die Pressekonferenz 14.30 Uhr, weil hier dann tatsächlich auch nicht wirklich nachvollziehbare Marktbewegungen während dieser Pressekonferenz entstehen. Das Fazit der ganzen Sache ist, dass wir bis Donnerstag mit einem zurückhaltenden Markt rechnen und ab Donnerstag bzw. dann eben am frühen Nachmittag mit erhöhter Volatilität in allen Indizes und natürlich auch in den Währungspärchen, die mit dem Euro bzw. mit dem US-Dollar korreliert sind. Wochenausklang dann am Freitag relativ ruhig mit den Einkaufsmanager-Indizes. Wie gesagt, der Fokus und unser Augenmerk sollte in dieser Woche hier auf den EZB-Zinsentscheid fallen. Ansonsten gehen wir jetzt weiter nach dem heutigen Plan. Wir schauen uns unsere Trading Matrix an und werden einfach hier die wichtigsten Punkte wieder abhaken. Wir werden relativ schnell hier durchgehen durch das Ganze, um dann wie gesagt auf die Wunschanalysen noch eingehen zu können und wollen an dieser Stelle auch dem Tristan Budach das Wort erteilen. Hier, Tristan, von deiner Seite hätte ich gerne aus Sicht der Markttechnik einmal den DAX erörtert und einmal den Dow Jones und dann schauen wir, ob wir da eventuell in den Indizes zu einem Trade bzw. zu einer Trading-Idee kommen. Ja, sehr gerne, Christian. So. Kannst du mir kurz bestätigen, ob du meinen Chart siehst? Ja, sieht super aus. Sehr schön. Dann darf ich auch nochmal alle herzlich in meinem Namen begrüßen. Also ich bin Tristan Budach, der Rechte quasi, der Markttechniker von Trading Stars. Und Sie sehen, heute haben wir schon einen Trend eingezeichnet. Das ist dem geschuldet, dass wir letzte Woche ein bisschen Vorarbeit geleistet haben und dies natürlich im Chart bleibt, damit wir das eine Woche später nochmal nachvollziehen können und gucken, was der Chart gemacht hat. Aktuell sehen wir den deutschen Aktienindex auf Wochenbasis auf dem Bildschirm. Wir sehen aktuell im ganz großen Bild, also im großen absoluten Trend, einen Aufwärtstrend, der sich im oberen Bereich in der Korrektur befindet. Ich zeichne kurz mal die Korrektur ein. Dies ist aktuell die Korrektur des lilanen Trendes, also den absoluten großen Trend. Und jetzt werden wir uns dieses Gebilde einmal im Tageschart, also im mittleren Trend, anschauen. So, jetzt machen wir das mal kleiner. Dann sehen Sie meine Aufteilung in die einzelnen Trendgrößen. Wir switchen in den Tageschart. Da sehen wir, dass der DAX sich im Tageschart in einem sauberen Abwärtstrend befindet. Wir haben hier eine Bewegung, dann kam die Korrektur.
wieder eine Bewegung nach unten und aktuell bewegt sich der Kurs aufwärts. Dies ist allerdings nur eine Korrektur des grünen Abwärtstrendes. Also sollten wir vorerst nicht aktiv long gehen, sondern wir bleiben weiter short orientiert. Damit wir uns das nochmal ein bisschen genauer angucken können, gehen wir noch eine Zeiteinheit tiefer, und zwar in die Stunde. Das ist dann das linke Fenster hier. Wir werden auch weiterhin die Farben beibehalten, lila, grün und blau. Blau ist immer unsere Signalebene, wo sie dann die Signale, die Handelssignale suchen und eingehen werden. Jetzt werde ich einmal die Stunde größer machen. Wir sehen aktuell einen aktiven Abwärtstrend. Schön sauber, wie man das gerne hat. Abwärtsbewegung, Korrektur, abwärts. Und aktuell schön in der Korrektur. Nun haben wir ja gesagt, wir suchen Short Entries. Und für einen Short muss das Tief bei 9.900 Punkten in DAX aus dem Markt genommen werden, damit dieser intakte Aufwärtstrend gebrochen wird. Ich nehme das kurz einmal raus, wechsle auf meinen normalen Pfeil und zeichne Ihnen kurz die Bruchlinie ein. Also unser neues wichtiges Level im DAX, um Short zu gehen, heißt, wir müssen unter die 9.900 der Marke kommen, quasi so, zack, Korrektur, und dann steigen wir unter einem möglichen 9.2 Short ein. Das ist das Short-Szenario für diese Woche. Dies könnte dann am Donnerstag bei dem EZB-Zinsentscheid relativ schnell passieren. So, dann schauen wir uns mal den Überseemarkt an, den Dow Jones. Ebenfalls fangen wir da wieder an im Wochenchart, um uns erst nochmal das Big Picture anzugucken. Im großen Bild ändert sich ja nach einer Woche nicht sehr viel, da nur eine Kerze dazu kommt. Wir sehen, dass der Markt weiterhin in der Korrektur ist. Allerdings hat er schon leichte Tendenzen Richtung Norden. Also er versucht, seinen ganz großen Aufwärtstrend, den er hier hat, fortzusetzen. So, mit dem Wissen heraus switchen wir einmal auf den Tageschart, um uns die Struktur der Fortsetzung einmal anzuschauen. Da sehen wir, am rechten Ende habe ich schon mal eingezeichnet, grün, einen Aufwärtstrend mit einer 1-2-3-Zählung in Klammern. Das bedeutet so viel wie, ich zeichne Ihnen das ein, wir haben noch einen intakten Abwärtstrend, der hier oben, wo ich jetzt die grüne Linie einzeichne, ab dem Punkt erst gebrochen ist. Allerdings haben wir eine sehr weite Entfernung zu dem aktuell intern laufenden Aufwärtstrend. Das heißt quasi, wenn wir wirklich warten bis zu dem Bruch quasi hier oben, so zu handeln. Erstmal müssen wir lange warten, bis das überhaupt stattfindet. Und zweitens ist dann der Punkt 2 des übergeordneten Trends schon viel zu nah und unser Gewinnpotenzial viel zu klein. Und da sich hier unten ein schöner Aufwärtstrend in der gleichen Trendgröße gebildet hat, heißt es für uns, wir können uns long positionieren. Jetzt nehme ich das Gekritzel mal kurz wieder raus, damit Sie das besser sehen. Und zwar, hier gab es einen Ausbruch über den Punkt 2. Das bedeutet, der Trend in Klammern ist aktuell weit in der Bewegung. Das heißt, wir müssen hier erstmal auf eine Korrektur warten.
bevor wir überhaupt in den Markt einsteigen können. Das heißt, der Dow Jones ist für diese Woche erstmal für uns uninteressant. Wir halten ihn auf der Watchlist für mögliche Long-Szenarien in den nächsten Wochen. So, Christian, dann würde ich an dich übergeben. Ja, vielen Dank, Tristan. Ich habe das schon mal in unsere Trading-Matrix hier übernommen, DAX auf Wochen und langfristige Geldflussrichtung natürlich long gerichtet, Aktienmarkt, wie gesagt, in diesem Umfeld alternativlos, wenn Rendite gesucht wird. Dow Jones genau dasselbe Spiel, aber jeweils im Tageschart ist unsere Ampel eben noch auf Rot und dementsprechend sind die zwar hochinteressant, aber eben für uns durchaus noch verboten. Schau mal auf den Dow Jones, der ist unter seiner 200-Tage-Linie. Diese gilt als sehr, sehr wichtiger Widerstand aus Sicht der klassischen Charttechnik. Deshalb ist das Potenzial nach oben hin sehr, sehr stark begrenzt. Schau mal auf den deutschen Aktienindex. Hier wie zuletzt kurz nochmal der Blick auf den Kursindex im Wochenchart, langfristiges Chartbild. Wir sind über dem EMA 200, das heißt langfristig, wie gesagt, steht die Ampel im Bereich der Aktien auf grün. Das gilt aber nur für Leute, die investieren und nicht traden. Traden wird dann schon eher interessant, eben hier der Tageschart. Und wir sehen auch hier, der deutsche Aktienindex ist noch weit von seinem 200-Tage-Durchschnitt weg. Dementsprechend liegt hier der Deckel noch drauf und der DAX hat maximal Luft im Moment aus Sicht der Charttechnik bis zum Verlaufshoch und damit zum Horizontalwiderstand bei 10.500 Punkten. Für uns aus Sicht der Charttechnik dürfen wir durchaus mit einem steigenden DAX rechnen. Erstens sind die Saisonalitäten im Oktober sehr, sehr bullisch. Das heißt, der DAX steigt in der Regel im Oktober an. Zum Zweiten ist auch aus Sicht der Charttechnik hier unten mit diesem doppelten Tief eine starke Unterstützungszone geclustert mit einer Fibonacci, mit einem Fibonacci-Retracement natürlich aktiv und dementsprechend kommt der DAX jetzt hier nach oben. Kurs kann sich zudem aus dem Haupteffizienzlevel des Marktprofils herauslösen und sollte dementsprechend hier etwas Luft nach oben haben. Markttechnik widerspricht Charttechnik, Saisonalitäten widersprechen Trendfilter. Lass die Finger vom DAX. Wer die Finger nicht vom DAX lassen kann, der hätte Intraday für morgen eine Möglichkeit mit einem Stundenschlusskurs über 10.187 Punkten einen Long Trade zu eröffnen. Jack Buffett wäre bei 10.500 Punkten. Das Stop Loss muss im Moment hier unter die gleitenden Durchschnitte, unter das letzte Verlaufstief in diesem, wie gesagt, im Stundenchart aktiven Aufwärtstrend. Problem bei der ganzen Sache ist, nach oben hin ist die Chance sehr, sehr begrenzt. Dieses Kästchen und nach unten hin ist das Stop Loss genauso weit weg. Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 nicht unbedingt das, was wir empfehlen können. Von daher lasst den DAX erstmal den DAX sein, lasst auch am Donnerstag die EZB erstmal entscheiden und wir wollen also hier eventuell nach etwas interessanteren Märkten suchen. Was durchaus interessant sein könnte für den einen oder anderen, ist ein Vergleich zwischen DAX und Dow Jones. Wir wollen also diesen mal anstellen. Dazu will ich mal ganz kurz mein Chartbild hier etwas bereinigen und die gleitenden Durchschnitte rausnehmen. Wie kann man, wenn man selber technische Analyse betreibt, das relativ zügig vergleichen, nämlich mit der mathematischen Ratio? Ich habe hier den DAX und hole mir jetzt einmal den Dow Jones dazu. Hier möchte ich also einfach diese zwei mal miteinander vergleichen und ich sehe hier schon, dass der Dow Jones in letzter Zeit der deutlich stärkere ist. Warum? Schauen wir uns das Zwischenhoch hier mal an. Der DAX ist noch weit drunter, das waren die 10.500 Punkte. Der Dow Jones ist jetzt schon wieder weitaus drüber. Wie kann ich das noch etwas besser darstellen? Weil hier drückt mich ja eventuell mein Auge. Ich hole mir hier den Indikator Spreadcode dazu. Ist die mathematische Ratio und bilde also hier einen Indikator, der mir zeigt, welcher Markt denn gerade tendenziell der stärkere oder der schwächere ist. Wir sehen also hier die Entwicklung dieser beiden Märkte zueinander. Was man im Moment machen könnte, ist einen Trade eingehen, einen sogenannten Spread oder Ratio Trade im Dow Jones Long und im DAX Short. Man kauft also den stärkeren und geht gleichzeitig im schwächeren auf die Short-Barrikade. Vorteil dieser ganzen Sache ist, dass man eigentlich mit einer relativen Freiheit hier über die Aktienmärkte hinweg sieht, weil es ist ja egal, ob sie steigen oder fallen. Die Positionen rechnen sich gegenseitig auf. Man verdient dann Geld, wenn der Dow Jones auch weiterhin etwas stärker steigen kann als der DAX, und man verliert dann Geld, wenn sich eben diese Entwicklung der letzten Wochen irgendwann
abschwächt. Diese Trading-Idee nur am Rande, das ist im Grunde genommen schon wieder ein Thema für sich. Können wir auch gerne, wenn Interesse ist, hier mal ansprechen, beziehungsweise mal in einem Spezial bearbeiten. Ansonsten würde ich an dieser Stelle gerne noch auf den Euro-US-Dollar schauen und auf das britische Pfund-US-Dollar. Tristan, das sind noch Euro-US-Dollar-Major-Währungen natürlich, ganz, ganz wichtig. Und im Pfund-US-Dollar sind wir letzte Woche sogar einen Trade eingegangen. Von daher wollen wir uns die zwei nochmal anschauen und dann mal schauen, was jetzt hier die Markttechnik zu diesen beiden Währungen sagt. Eventuell geht ja da was. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal zwei Währungen an, den Euro-US-Dollar und den britischen Pfund gegen US-Dollar. Dann laden wir den Euro-US-Dollar gerade rein. Wir fangen wieder in der größten Ebene an. Da hatten wir letzte Woche eingezeichnet den großen lilanen Abwärtstrend und haben gesehen, dass sich der Markt in einem sauberen Abwärtstrend weit in der Bewegung unter seinem letzten P2 befindet. Das ist schon mal wichtig. Also im ganz großen Trend ist das Potenzial nach unten nicht mehr allzu weit. Und aktuell befindet sich der Markt in einer Korrekturbewegung. Wir wissen, jede Bewegung muss in einer tieferen Zeiteinheit einen Trend aufweisen. Also werden wir uns dieses Korrekturgebilde einmal in einer tieferen Zeiteinheit, bei uns ist es der Tageschart, genauer anschauen. So. Dann haben wir hier die Korrektur. Ich hatte sie eben gelb eingerahmt, einmal zur Verdeutlichung. Das war dieser Bereich. Man sieht im Tageschart einen sehr schönen Aufwärtstrend, allerdings stark überlappend. Das bedeutet, er ist korrektiver Art. Also ist unsere Annahme, dass es eine übergeordnete Korrektur ist, definitiv gegeben. Für Leute, die kurzfristig handeln, ist das allerdings eine sehr schöne Aufwärts-Großwetterlage, allerdings für uns erstmal mit Vorsicht zu genießen. Um uns die Signalebene mal anzuschauen, markiere ich kurz den Bereich, der für uns interessant ist. Das ist das letzte Stückchen hier hinten. Dies versucht, den grünen Trend fortzusetzen, also quasi die übergeordnete Korrektur weiter auszubilden. Das gucken wir uns kurz im Stundenchart an. Und wir sehen, die Korrektur hat intern einen sauberen Aufwärtstrend im Stundenchart für aktive Intraday-Händler, die nicht investieren wollen, sondern an einem Tag rein, an einem Tag raus, wäre hier ein super Szenario für Long. Allerdings für uns, wir haben ein größeres Zeitfenster vor Augen, heißt es abwarten und Tee trinken, da sich der Markt, oder sagen wir so, unsere Signalebene nicht in unsere Richtung bewegt. Theoretisch müsste der letzte Punkt 3 hier unten von dieser Bewegung her gebrochen werden. Dann gibt es eine Korrektur und wir würden unter dem neu entstandenen Punkt 2 short gehen. So, dann löschen wir kurz alles raus. Und dann denke ich mal, gehen wir gleich mal zu den Briten auf die Insel. Kurze Ladezeit. Letzte Woche hatten wir ein interessantes Szenario eingezeichnet, und zwar eine ewig lange Seitwärtsphase, die dann unter die Aufwärtstrendlinie gebrochen ist und es gab den Pullback. Wir sehen das hier, der Bruch kam, es kam zum Retest der Trendlinie und hier bildet sich so langsam in der tieferen Zeitebene ein Abwärtstrend. Theoretisch ist in der ganz großen Zeitebene kein Trend vorhanden, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit möglich, dass sich der ganz große Trend
nach unten weiterentwickelt aus dem Gesamtbild. Um das ein bisschen genauer zu zeigen, switchen wir in den Tageschart. Also wir merken uns im ganz großen Bild nicht ganz eindeutig, da kein aktiver Abwärtstrend zu sehen ist. Allerdings im Tageschart sieht das schon etwas anders aus. Ich zeichne nochmal die Trendlinie rein, die gebrochen wurde, die kam ungefähr so rein. Hier kam es zum Abprall und wir sehen, nach dem Abprall hat sich ein sehr schöner markttechnischer Abwärtstrend entwickelt, was unter anderem für uns wieder die Großwetterlage ist, um im Stundenchart jetzt Ausschau nach Short Trades zu halten, damit quasi dieser noch nicht bestätigte Punkt 3 bestätigt wird. Das schauen wir uns gerade im Stundenchart einmal an, was aktuell am Laufen ist. Momentan sieht der Stundenchart im British Pfund gegen US-Dollar bullisch aus. Das heißt, für uns Markttechniker wieder einmal abwarten, bis entweder der blaue Trend im Chart gebrochen wird, quasi dieser Trend, und der letzte Punkt 3 wird gebrochen. Im Endeffekt kommt der Markt hier runter, zack, zack, und wir werden hier unten dann an einem neuen P2 einsteigen. Oder es bildet sich für die etwas spekulativeren Anleger hier oben in der gleichen Trendgröße ein frühzeitiges Gegensignal, dann würden wir hier oben schon short einsteigen. Allerdings vergehen bis dahin noch 1-2 Tage und es wird voraussichtlich wieder entweder am Donnerstag oder am Freitag entschieden. Außer die EZB-Entscheidung bringt keine Dynamik in den Markt. Dann werden wir uns diese Woche in der Range hier oben bewegen. Also wie gesagt, abwarten und Tee trinken, bis eine markante Formation entstanden ist. So, Christian, ich übergebe wieder an dich. Ja, danke an Tristan. Euro, S-Dollar haben wir gesehen, Wochenchart, shortgerichtet, Tageschart ist von links nach rechts über dem Bildschirm laufen, relativ langweilig, zeigt auch hier Abwarten auf die Zentralbanken, Stundenchart widerspricht dem ganzen Chartbild. Der Thomas schreibt hier, ich sehe im Stundenchart eine SKS-Formation, kann ich durchaus auch nachvollziehen. Hier, dass man sagt, ich sehe hier eine SKS-Formation, könnte man hier wirklich sagen, die wurde auch schon aktiviert. Gehe ich jetzt aus Sicht der klassischen Charttechnik erstmal mit dem Thomas mit. Problem ist, dass wir hier natürlich, wenn man im Stundenchart das auch handelt, nochmal starke Unterstützungen haben, die jetzt gleich auf den Kurs zukommen. 50er, 61, 8er Fibo, 200-Stunden-Linie, 100-Stunden-Linie stützt gerade den Kurs so ein bisschen. Also Short-Seite wirklich nichts zu machen im Euro-S-Dollar. Erhaltet auch davon erstmal Abstand. Donnerstag ist natürlich hier der Euro-S-Dollar ganz, ganz doll gefragt und wird sich hier wahrscheinlich nochmal auspendeln. Durchaus interessanter ist an dieser Stelle hier wieder das britische Pfund gegen US-Dollar. Wir haben im Wochenchart einen Abwärtstrend, wir haben im Tageschart einen Abwärtstrend. Wollen wir uns das auch nochmal ganz kurz angucken. Im Wochenchart langfristige Geldflussanalyse geht natürlich nach unten. Wir sind unterhalb der gleitenden Durchschnitte. Wir haben eine SKS-Formation hier auch schon aktiviert und dementsprechend wollen wir hier eventuell versuchen, diesen Einstieg auch nochmal nachzuvollziehen. Wir haben eine Short-Position letzte Woche aufgemacht und wer diese noch nicht getradet hat und vielleicht noch auf die ein oder andere Möglichkeit wartet, der kann natürlich jetzt hier das britische Pfund gegen den US-Dollar vorziehen. Erstens ist nicht ganz so intensiv betroffen von der EZB, wird zwar auch schwanken am Donnerstag, aber wie gesagt nicht ganz so stark involviert wie der Euro natürlich. Das heißt, man kann hier so ein bisschen das Ganze vermeiden. Und zum Zweiten arbeitet dieses Chartbild natürlich gerade hier mit den Kursgewinn der letzten Stunden gegen ganz, ganz, ganz starke Widerstände. Einmal hier die 200-Tage-Linie wird gerade von unten angegriffen. Zum Zweiten haben wir natürlich einen aktiven Abwärtstrend aus Sicht der Markttechnik. Dann haben wir hier
61,8er, 50% Fibonacci-Retracement. Das heißt, wenn man jetzt einsteigen würde, direkt zum Marktpreis in Short-Richtung, kann man den Stop-Loss relativ eng ranlegen auf die 1,5660 und dann eben versuchen, dass sich dieser übergeordnete Trend hier weiterhin fortsetzen kann. So hoffen wir es natürlich auch für unser Musterdepot. Das heißt, das britische Pfund US-Dollar weiterhin aus unserer Sicht ein Short-Kandidat, auch möglich hier natürlich zum Marktpreis aus Sicht der Charttechnik einzusteigen und entsprechend hier dann einen sehr, sehr engen Stop-Loss zu wählen und dementsprechend ein sehr, sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis von 4-5:1. Das ist durchaus hier für jemanden, der jetzt zum aktuellen Marktpreis einsteigt, ganz okay und dementsprechend weiterhin ganz, ganz wichtig und deswegen auch hier bei uns fett markiert. Austral-Dollar, US-Dollar, schauen wir uns auch diesen nochmal an. Auch der ist wieder hochinteressant. Wir haben es letzte Woche schon mal gesagt gehabt. Wochenchart ist hier abwärts gerichtet. Das heißt, wir sehen weite Bewegungen. Der Trend ist in der Progressionsphase. Die gleitenden Durchschnitte sind aufgefächert. Das heißt, hier ist Dynamik am Werk. Im Tageschart haben wir hier einen kleinen Ausbruch gesehen aus einem Trendkanal. Das heißt, wir haben eine Erholung bis zur 100-Tage-Linie gemacht und sind hier zunächst mal in ein kleines Gegensignal übergegangen. Das heißt, wir haben hier eine Stabilisierung der Kurse aus dem bisherigen Trendkanal hinaus. Bedeutet aber noch lange nicht, dass hier die Abwärtsmöglichkeiten zu Ende sind. Man könnte hier dann natürlich einen Rücksetzer in den Trendkanal hineinhandeln. Man könnte auch warten, bis die Tiefs unterschritten sind. Diese Währung, Austral-Dollar, US-Dollar, sollten wir weiterhin im Blick haben und auf keinen Fall auf der Short-Seite anpacken, sondern hier auf der Watchlist haben. Im Moment ist es so, dass der Stundenchart hier noch gegen einen Trade spricht. Wir sind also an der 200-Stunden-Linie. Möglicher Trigger wäre hier für kurzfristig agierende Trader, die in dieser Woche noch reinkommen wollen, am Tief bei 0,7199 einen Sell-Stop zu platzieren. Wir machen es nicht. Warum machen wir es nicht? Weil wir einfach im Pfund US-Dollar schon investiert sind, dementsprechend hier kein Klumpenrisiko im Depot haben wollen. Das heißt, wir werden uns hier nicht nochmal ein zweites Währungspaar mit Abrechnungseinheit in US-Dollar ins Depot holen, einfach weil wir wissen, dass diese Woche eventuell Schwankungen ins Haus steht. Ansonsten US-Dollar, japanischer Yen unverändert, Euro, japanischer Yen unverändert mit wenig Bewegung. Die D1 und H1 Charts sind jeweils neutral zu werten, das heißt, hier ist keine Dynamik im Raum. Wir brauchen Dynamik als Trader, wir brauchen Bewegungen, die zügig starten und sich frei entfalten können. Hier ist dies nicht zu erwarten. US-Dollar gegen kanadischer Dollar ist durchaus immer noch und anhaltend interessant. Schauen wir uns auch diese Währung nochmal an. Zunächst der Wochenchart, langfristige Geldflussanalyse. Das ist ganz klar. Hier geht das Ding natürlich nach oben durch die Decke. Man sollte sich maximal long investieren und auf der Short-Seite hier die Finger davon lassen. Was ist hier interessant? Er ist jetzt auf eine Trendlinie aufgeschlagen, die man hier ziehen kann und dementsprechend steigt der Kurs seit 2 Tagen. Ich muss jetzt auch dazu sagen, dass mir diese Trendlinien, die so schräg durchs Chartbild verlaufen, bei weitem nicht so wertvoll sind wie diese horizontalen Unterstützungszonen. Die sind einfach von ihrer Funktion als Unterstützung deutlich besser. Das heißt, hier wir warten immer noch einen Rücksetzer auf 1,2794 ab, steigen dann mit einem Buy-Limit ein. Oder alternativ, wir warten, bis im Stundenchart sich die Lage noch etwas auffällt. Wir sehen nämlich, wir kämpfen jetzt mit der 200-Stunden-Linie, okay, aber hier im Bereich, ich habe sie nämlich vorhin schon mal abgespeichert, auf den Stundenchart klicken, kommt nämlich gleich beziehungsweise in naher Zukunft eine sehr, sehr starke horizontale Widerstandszone hinzu, 1,3072. Dort wird ein Abpraller stattfinden und dementsprechend könnte man sich dann in die nächste Korrektur hineinarbeiten. Also US-Dollar, kanadischer Dollar, hochinteressant. Was weniger interessant ist, ist der neuseeländische Dollar und auch der Goldpreis ist im Moment schwierig zu traden. Er bewegt sich nämlich entgegen seiner langfristigen Geldflussrichtung. Wochenchart ist weiterhin abwärts gerichtet. Wir sind unterhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte. Im Tageschart starten wir in letzter Zeit so ein bisschen durch, aber wo gehen wir hin? Naja, in diese Zone hinein, in der das Marktprofil so eine deutliche Ausbeulung hat, das Haupteffizienzlevel des letzten Handelsjahres. Das heißt, hier hat sich Gold oft und lange aufgehalten.
bedeutet, das ist ein Volumenwiderstand, den wir so schnell nicht durchbrechen werden. Dementsprechend ist Gold Long schwierig, weil das Potenzial gering ist, entgegen des übergeordneten Trends gearbeitet wird. Auf der Short-Seite ist es im Moment auch schwierig, weil wir eben die 200-Tage-Linie überwunden haben und das ein Zeichen von Stärke im Markt ist. Das heißt, auch hier widersprechen sich die wichtigen Filterkriterien und dementsprechend wollen wir nicht unbedingt uns in Gold aufhalten. Britisches Pfund US-Dollar Short zum Marktpreis eine Möglichkeit aktuell zu traden. Austral-Dollar US-Dollar ist auch ein Short-Kandidat und US-Dollar kanadischer Dollar ist wahrscheinlich in dieser Woche schon ein Long-Kandidat. So viel zu den liquiden Hauptmärkten. Wir wollen uns jetzt widmen ein paar Aktienanalysen. Wir haben einfach mal ein paar deutsche Aktien rausgesucht, die durchaus interessant im Moment sein könnte. Und wenn wir die dann durchhaben, werden wir uns dann den Wunschanalysen widmen. Ich würde jetzt dem Tristan nochmal das Wort übergeben für die DAX 30 Aktien und im Anschluss werde ich hier schon mal, wenn ihr mir jetzt im Chat eure Wünsche schreibt, diese vorbereiten, sodass wir die dann auch wirklich alle heute abarbeiten können. Also wenn jemand eine Wunschanalyse hat, eine Trading-Idee vorstellen möchte, bitte in den Chat einstellen. Ansonsten kommt an dieser Stelle jetzt noch einiges zu deutschen Aktien. Tristan, du darfst. Interessant. Du bist nicht zu hören, könnte sein, dass dein Mikro noch aus ist. Hörst du mich jetzt? Ja. Okay, sehr gut. Also, wir kommen jetzt zu den 30 deutschen DAX-Aktien. Wir werden nicht alle 30 durchnehmen, weil sonst würden wir bis heute Nacht um 10 wahrscheinlich hier sitzen und sie alle durcharbeiten. Deswegen haben wir uns die interessantesten rausgesucht. Und fangen sogar mit der ersten, die ganz oben steht, an, und zwar die Adidas-Aktie. Die Adidas-Aktie, genauso wie in den Währungen und wie in den Indizes, fangen wir natürlich im Wochenchart an. Und ich habe schon ein bisschen Fleißarbeit gemacht und habe mal die Trends eingezeichnet. Wir sehen, der ganz große Trend ist aufwärts gerichtet, Aufwärtsbewegung gewesen, Korrektur, lange Aufwärtsbewegung, dann kam wieder eine dynamische Korrektur und aktuell bewegt sich der Markt voraussichtlich in einer neuen Bewegung, um den lilanen Trend fortzusetzen. Dann werden wir uns dies einfach mal in der Tageschart angucken. Quasi in unserer mittleren absoluten Trendgröße und werden gucken, ob die Großwetterlage konform ist mit dem ganz großen Trend. Das Stück, was ich eben eingezeichnet habe, quasi das, was die Bewegung im ganz großen Trend ist, ist dieses ganze Gebilde hier. Und dann sehen wir, dass die Bewegung des ganz großen Trends im Tageschart ein sehr großer Aufwärtstrend ist, der aktuell auch schon wieder in die neue Bewegung übergeht. Uns ist allerdings wichtig, wir haben einen bestätigten Aufwärtstrend, der schön in der Korrektur war und jetzt kurz vor seinem P2 steht und quasi long will. Es kommen Kauforders in den Markt und es wird Druck aufkommen an. Ah, jetzt hat mein Stift nicht funktioniert. So. Es wird hier oben zu Kaufdruck kommen. Da einige Orders da liegen, Positionen werden gedreht, es werden neue Positionen eröffnet. Also, dieser Trend will hier oben durch. Jetzt werden wir uns das Ganze mal in der Stunde angucken, weil die Stunde ist ja unser Signalebene. So, nehmen wir die Zeichnung mal raus. Wir merken uns, wir haben eine long gerichtete Großwetterlage und wollen die jetzt handeln. Dann zoome ich mal rein. Wir sind jetzt auf dem Stundenchart in
in der Adidas-Aktie. Das, was ich eben eingezeichnet habe, der Move, der Richtung des großen P2s ging, ist dieser Trend. So. An der Stelle, ich zeichne mal kurz den großen P2. Ah, jetzt bin ich eins zu tief. Genau. Hier kommt der große P2, da reicht gerade die Historie nicht aus. Allerdings stehen wir kurz vor dem großen P2. Dieser blaue Trend befindet sich in der Korrektur, allerdings auch schon wieder mit bullischer Tendenz. Das heißt, sobald die Kurse über das High bei 77,30 kommen, ich mache das gerade mal mit harten Linien, dann sieht man das detaillierter, quasi wenn der Kurs über das hochkommt, dann wird die Aktie sehr interessant für uns long zu gehen. Oder man kann, wer will, mit Unschärfe quasi jetzt schon long gehen und würde seinen Stop unter den letzten großen Punkt 3 hier unten legen. Und wir spekulieren dann darauf. So, folgendes. Dass sich hier untergeordnet in einer weiteren tieferen Zeiteinheit wieder ein Trend bildet, quasi im blauen Trend eine Bewegung darstellt. Und wir wollen da oben durch den ganz großen P2 durch. Das heißt, hier kommt Schub auf, ein eindeutiger Long-Kandidat für diese Woche, allerspätestens nächste Woche muss da was passieren. Dann haben wir auf unserer Liste die Commerzbank. Ich glaube, da ist jedem klar, wie die Richtung der Commerzbank ausschaut im langfristigen Chart, aber wir gucken es uns trotzdem einmal an. Wir haben im Wochenchart einen eindeutigen Abwärtstrend, wo im Endeffekt seit Wochen eine Seitwärtsphase ist. In dem Gebiet sehen wir die Seitwärtsphase und es geht gerade darum, dass dieser nicht bestätigte Punkt 3 nach unten bestätigt wird. Das erstmal zu dem ganz großen Trend. Also definitiv abwärts, tief in der Korrektur und ist dabei, eine neue Bewegung auszubilden. Wir wissen, die neue Bewegung muss im Tageschart, also in unserer mittleren Trendebene, wiederum einen Abwärtstrend bilden, damit es für uns interessant wird. Und siehe da, in der Commerzbank gibt es einen Tageschart, einen wunderschönen Abwärtstrend, der von der Größe her zu der mittleren Trendebene passt. Wir sehen, der grüne Abwärtstrend hat Bewegung, Korrektur, dann kommt es zur Bestätigung, zu einer Korrektur, wieder eine weite Bewegung, eine Korrektur, eine Bewegung. Und jetzt befindet sich der Markt in einer Korrektur, und es kommt zu ersten Schwächezeichen an der 10er Marke. Das heißt, der Markt hat da Probleme, schafft keine neuen Hochs. Das sehen wir hier, kommt er noch drüber, geht nach unten weg bis zur 9,60 Euro Marke, kommt wieder hoch, schafft es nicht. Das heißt für uns im Endeffekt, wir sind short orientiert, alles läuft short. Und jetzt suchen wir uns das Signal in der Stunde. Zoomen wir das kurz rein. Ich habe das hier im Endeffekt schon mal eingezeichnet. Aktuell das ganz große Bild war dieses Gebilde, was oben drüber ist. Das war unsere Großwetterlage. Das nehme ich gerade wieder raus. Na, komm her. Und wenn in der Commerzbank konservativ dieser Punkt hier unten gebrochen wird, also der Markt unter die 9,60 Euro geht, gehen wir konservativ short mit einem ersten Target, ich zeichne das kurz ein, also unter der 9,60 Euro short
Unser Stopp liegt hier weit oben erst einmal und wir wollen hier runter. Bis runter zu 9,05 Euro. Das wäre das konservative Szenario. Wenn man etwas aggressiver in den Markt gehen will oder auch Daytrader ist, dann nutzt man schon den Bruch des Korrekturtrendes hier unten und tradet in einer tieferen Zeiteinheit den Bewegungstrend nach unten und spekuliert auf eine Bestätigung dieses Trendes, der noch in Klammern mit 1, 2, 3 deklariert ist. So, jetzt ist gerade mein E-Mail-Account aufgeploppt. Den schließen wir mal, dass das nicht wieder passiert. Also Commerzbank definitiv diese Woche short und wehe, einer geht long. Dann schauen wir uns mal die Deutsche Bank an. Gucken wir uns das ganz große Bild an. Das ist immer ganz wichtig. Im Wochenchart schauen wir uns den absoluten großen Trend an. Da haben wir unter anderem ein ähnliches Szenario wie im British Pfund gegen US-Dollar. Und zwar, der Markt kommt schlagartig runter. Was heißt schlagartig? Über ein Jahr hat diese Bewegung gedauert, da wir uns im Wochenchart befinden. Dann kam es zu einer Korrektur. Dann hat er eine neue Bewegung versucht, ist nicht unter das alte Tief gekommen. Dann gab es wieder eine Korrektur. Die ist nicht, hat keinen neuen Hochs gemacht und so weiter und so fort. Und im britischen Pfund war es genauso. Wir konnten diese Trendlinie einzeichnen, diese wurde gebrochen und dann kam es zu einem Retest der Aufwärtstrendlinie. Und in diesem, also bei dem Retest, hat sich ein neuer Abwärtstrend in einer tieferen Zeiteinheit, und zwar dem Tageschart, gebildet. Wir merken uns, das ganz große Bild ist short. Und jetzt werden wir uns im Tageschart einmal den Abwärtstrend angucken, der durch den Retest der Aufwärtstrendlinie entstanden ist und uns quasi eine Short-Szenario bildet. So, hier oben machen wir noch den Punkt 1, der Vollständigkeit halber. Dann male ich noch gerade die Aufwärtstrendlinie, die von hier unten kam, rein. Dann kam es zu dem Retest, also zum Bruch. Den hatten wir hier, Bruch. Dann hat der Markt hier unten Halt gefunden. Dann kam es zum Retest der Aufwärtstrendlinie. Und dann hat sich im Tageschart ein wunderschöner Abwärtstrend gebildet, der sich aktuell in der Korrektur befindet, wie man hier sieht. Und wir versuchen jetzt quasi einen Punkt 3 zu finden. So, um diesen Punkt 3 zu finden, muss allerdings dieser korrektive Aufwärtstrend, den wir hier im Kleinen sehen, gebrochen werden. Und das werden wir uns jetzt im Stundenchart einmal genauer ansehen. So. Wir sehen, blau war dieser kleine korrektive Aufwärtstrend. Wir sehen, er ist kurz vor einem Hochpunkt, also mit Vorsicht zu betrachten. Also er kann noch sehr weit hier hochlaufen. Allerdings wollen wir short in den Markt. Das heißt, ich nehme kurz mal alles raus. Ja. Dieser Punkt 3 muss gebrochen werden. Bevor das nicht passiert, haben wir kein Short-Szenario. Unser Ziel für die Deutsche Bank ist Bruch des blauen Trendes, Pullback nach oben. Der aggressive Trader kann sich im Pullback schon einkaufen mit Stops hier oben drüber. Und der konservative Trader würde an dem neu entstandenen Punkt 2 hier unten einstoppen lassen und würde auf die Fortsetzung
des grünen übergeordneten Trendes hoffen, was heißt hoffen, also spekulieren, und dass sich der Grüne quasi in den Lilanen hineinschiebt und richtig Bums nach unten bekommt. So, das war es soweit zur Deutschen Bank. Ja, jetzt müssen wir erstmal das rauslöschen. So. Dann haben wir noch einen Energieerzeuger, und zwar die E.ON auf dem Radar. Da fangen wir ebenfalls wieder in der absoluten großen Trendebene an. Da sehen wir eindeutig einen Abwärtstrend. Da machen wir noch die Zählung vollständig, damit sie nicht verwirrt sind. Wir haben im absoluten großen Trend eine Abwärtsbewegung, Korrektur, Trendbestätigung, weite Bewegung nach unten, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur und weit in die Bewegung. Also definitiv abwärts gerichtet. Wir müssen uns merken, wir sind schon unter dem ganz großen P2, was man hier sagen oder sehr schön sehen kann, dass an der Stelle, wo der ganz große P2 ist, quasi hier, eine sehr dynamische Abwärtsbewegung entstanden ist. Und das ist das, worauf wir hinaus wollen. Das ist das, wie eben in der Deutschen Bank, darauf wollen wir hinaus. Richtig Bums am P2. Allerdings ist leider hier die Party schon vorbei und wir befinden uns in der tieferen Zeitebene hier schon in einer Korrektur. Das kann man schon erahnen. Allerdings wollen wir nicht Fantasien hinterherhächeln, sondern wir schauen uns das jetzt mal im Tageschart an, wie das ganze Spiel ausschaut, und schauen uns dazu die letzte Abwärtsbewegung des ganz großen Trendes an. Das ist das gelb markierte Stück hier, und switchen in den Tageschart. So. Das ist nochmal die Abwärtsbewegung aus dem Wochenchart. Und wir sehen, dass im Tageschart eine sehr große abwärtsgerichtete Großwetterlage vorhanden ist, die weit in der Korrektur unter dem letzten P3 war und sich jetzt aktuell in eine Korrekturbewegung begibt. Allerdings unter anderem sehr dynamisch. So, das müssen wir uns hier merken. Also der grüne Trend ist abwärts gerichtet, ist aktuell in der Korrektur. Dies heißt, im Stundenchart versuchen wir nach abwärts gerichteten 1:3 Bewegungen Ausschau zu halten. Dies tun wir dann auch gleich mal. Hier sehen wir die letzte Abwärtsbewegung aus dem Tageschart im Stundenchart war ein schöner abwärtsgerichteter Trend. Den habe ich hier im Ende nochmal markiert mit der klassischen 1:3 Zählung. Und dieser wurde gebrochen. Es kam zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Letzte Woche habe ich erwähnt, dass ein Trendbruch nicht die Bildung eines neuen Trends zur Folge hat. Also es kann nur zu einem Trendbruch kommen. Das heißt, das gelbe Stück, was ich hier eingezeichnet habe, ist die Korrektur, und der neue Arm kann hier schon entstehen, ohne dass in der Korrektur ein Aufwärtstrend entstanden ist, in der gleichen Trendgröße. Das ist ganz wichtig. Impulsive Bewegung zerlegt den Abwärtstrend und es kann gleich hier wieder zu einer Abwärtsbewegung kommen. Das heißt quasi, wir haben aktuell in der E.ON-Aktie ein shortgerichtetes Bild im ganz großen Trend, im mittleren Trend
Und wenn der kleine Trend, quasi unsere Signalebene, nur einen impulsiven Trendbruch gemacht hat, dann sieht das Szenario für diese Woche so aus, dass wir unter diesem Punkt, also unter der 8,80 Euro Marke, hier short gehen. Der Stop wird oberhalb der 9,70 Euro Marke sein und unser Ziel wird bei 7,10 Euro sein. Allerdings wird das Gewinnziel nicht innerhalb dieser Woche erreicht werden, da das ein etwas längerfristig angelegter Trade ist. Bei den Intraday-Händlern würde das Spiel etwas anders aussehen. Und zwar würde der Intraday-Händler auf die Bestätigung warten. Damit hat sich für ihn eine neue Großwetterlage gebildet, was dann im Endeffekt die Stunde ist, eine Korrektur. Und er würde hier die neue Bewegung abwarten und in einer tieferen Zeiteinheit handeln. Für uns allerdings erstmal nicht interessant. Wir warten, bis der Bruch der 8,70 Euro, 8,80 Euro kommt, sich ein neuer blauer Abwärtstrend bildet und wir wollen runter zur 7,10 Euro. So, dann würde ich gerne zum Schluss noch die ThyssenKrupp-Aktie unter die Lupe nehmen. Schauen wir kurz, ThyssenKrupp TKA gekürzt. Jetzt haben wir einen jungfräulichen Chart, da habe ich noch nichts eingezeichnet. So, wir gehen wieder in die Woche hinein und werden nach unseren Gesichtspunkten einmal den Chart analysieren. Wir zeichnen den lilanen Trend ein, der absolute große Trend. Eine Abwärtsbewegung, Korrektur, bildet ein Doppeltop nach klassischer Charttechnik, kommt nicht oben drüber. Der Markt gibt massiv nach unten ab, bildet eine Korrektur, versucht erneut nach unten durchzubrechen, schafft es nur minimal, allerdings nicht auf Schlusskursbasis, auch sehr wichtig. Es gab wieder eine Gegenbewegung. Und aktuell versucht der lilane Trend sich wieder fortzusetzen. Dieses ganze Gebilde werden wir uns gleich im Tageschart genauer anschauen, da das sehr interessant ist. Erst einmal nochmal die klassische Punktzählung rein zur Orientierung. Da haben wir den Punkt 3 mit Fragezeichen, weil der ist noch nicht komplett bestätigt. Und zur genaueren Analyse werden wir uns jetzt den Bereich mit dem Bruch hier drüben im Tageschart mal genauer anschauen. Dann machen wir einmal den Tageschart groß. Und dann sehen wir die letzte Aufwärtsstruktur, wunderschön optisch. Dann ändern wir kurz die Farbe, damit Sie das schön auseinanderhalten können. So. Korrektur, Bestätigung eines Aufwärtstrends, Korrektur, Bewegung nach oben, starke Abwärtsbewegung. Es kommt hier zu einem Bruch des korrektiven Aufwärtstrendes. Wir haben hier große Überlappungen über den letzten P2 gesehen. Das heißt für uns immer korrektive Aufwärtstrends, da Trends in der Bewegung sich schnell und dynamisch bewegen. So, damit das vollständig ist, füge ich hier ebenfalls die Punktzählung hinzu. Punkt 3 und Punkt 2. Hier oben war ein Punkt 2. Und der Punkt 3 wurde hier gebrochen. Das heißt für uns, der letzte Punkt 2 wird ein möglicher Punkt 1 und hier unten ein möglicher neuer Punkt 2.
Jetzt sehen wir, diese ganze Abwärtsbewegung ist ein sauberer Abwärtstrend. Und das heißt, für uns ist die ThyssenKrupp-Aktie aktuell in einem Short-Modus im ganz großen Trend, im mittleren Trend. Für den aggressiven Händler oder den spekulativen Händler auch Short, da wir schon hier auf die Fortsetzung des Trendes rechnen können. Der konservative Trader würde allerdings auf die Bestätigung eines neuen grünen Abwärtstrendes spekulieren. Wobei man sich hier oben noch drum streiten kann, ob man diese Ausreißer, ich gehe mal näher ran, die Ausreißer über die 25, 25, 20 als ein Bruch eines tieferen Trendes nehmen kann. Das ist immer eine Ansichtssache der Markttechnik, weil theoretisch man sieht, es gab ein Gap, dann eine Doji und dann gleich eine massive Trendkerze nach unten. Also es kam nicht zu wirklichen bestätigten Schlusskursen über den letzten Hochpunkten. Allerdings könnte man davon ausgehen, dass wir aktuell schon einen bestätigten grünen Abwärtstrend haben, der sich quasi in der Korrektur befindet und wir würden Short mitgehen. Ja, Christian, soweit zu unseren deutschen Aktien. Sie machen quasi alle das, was der DAX aktuell macht. Sie gehen Short. Mein Tipp ist es, Aktien im Index auch immer nur in die Richtung zu handeln, was der Index tut, um die Profitabilität und die Trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ja, ich sehe, du hast schon ein bisschen vorgearbeitet auf unserer Homepage. Selbstverständlich. Danke dir, Tristan. Ich habe die Trading-Ideen zu den deutschen Aktien einfach mal mit auf unsere Markttechnik-Seite aufgenommen. Das heißt, wir können das in der Woche dann noch ein bisschen mitverfolgen. Nächste Woche werden wir uns dann US-amerikanische Aktien aus dem Dow Jones angucken und möchte an dieser Stelle auch noch die Wunschanalysen abarbeiten. Dazu die erste Nennung war von Peter und der wollte die Alexion haben. Das ist eine Nasdaq-Aktie in den USA gehandelt. Wir wollen mal ganz kurz hier uns dieser Aktie widmen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht jeden interessiert. Wir werden es relativ zügig abarbeiten. Langfristiges Chartbild, 2 bis 3 Jahre Historie, Wochenchart zeigt uns, die Aktie ist in einem intakten Aufwärtstrend, ist aber gerade auch, und das sagen uns die gleitenden Durchschnitte hier, in der Regressionsphase, das heißt in der Korrekturphase. Übergeordnete Unterstützungszonen sind jetzt zunächst mal dieses neu ausgebildete Tief hier am 50% Fibonacci-Tracing bei 145,32 US-Dollar. Tiefer sollte es nicht gehen, dann kommt die 200-Wochenlinie nämlich ins Spiel rein. Wochenchart also langfristig bullish, der Tageschart ist aber an sich bärischer Natur, wir sind unter den gleitenden Durchschnitten, das heißt, hier sollte man sich nicht neu engagieren. In der Aktie sprechen eben diese zwei Zeiteinheiten gerade gegeneinander. Chartbild aufhellen würde ein Kurs über dem 200-Tage-Durchschnitt und dann über entsprechend auch dem 50er FIBO, das heißt Kurse auf 176 US-Dollar, sowas wären hier bullisch zu werten und könnten hier zu einem Einstieg raten. Ich hoffe, das war für Peter erstmal hilfreich. Dann kommt nämlich ein anderer Peter und der wünscht sich hier die Volkswagen und ich danke auch hier für die WKN. Dann geht es nämlich immer etwas schneller und wir schauen uns mal die Volkswagen-Aktie an. Langfristiges Chartbild, immer der erste Blick, wie fließt Geld natürlich raus aus dem Markt. Fundamentale Nachrichtenlage hier natürlich vernichtend. Und was auch gerade blöd ist für die Aktie, dass sich die Erholung schon wieder in Luft aufgelöst hat und wir hier jetzt wieder an einem wichtigen
alten horizontalen Unterstützungslevel angekommen sind. Das ist also diese Kerze hier, dieses Verlaufstief, und man nimmt niemals die Dochte der Kerze, man nimmt immer die Kerzenkörper, und das würde suggerieren, dass bei 9,740 hier eine technische Unterstützung liegt. Und das mal grün einzeichnen, weil der Kurs ist ja darüber. Kurse darunter auf Wochenschlusskursbasis würden die Aktie vernichtend schlagen und weiteren Spielraum nach unten geben. Das heißt, hier ist es im Moment so, dass die 97,40 am Freitag entscheidet, ob wir uns erholen können in den nächsten Tagen oder ob wir weiter zurückfallen. So viel zur VW. Dann hat sich Peter auch noch die Bayer-Aktie gewünscht. Auch hierzu danke für die Webpublik-Kennnummer. Schauen wir uns auch hier kurz das langfristige Chartbild an. Etwas bullischer, denn wir sind noch über dem EMA 200, das heißt langfristig ist die Aktie durchaus ein Kauf aus dem Tageschart heraus, aber genau dasselbe Bild wie gerade eben schon. Wir sind unter der 200-Tage-Linie. Wir sehen hier in gewisser Weise den DAX-Chart schon deutlich erkennbar durchschimmern. Wir sind also auch hier mit einem Unterstützungsniveau bei 108 Euro gut dabei. Kurse darunter auf Tagesschlusskursbasis geben weiteren Spielraum nach unten. Nach oben hin wird erst ein Kurs über 123,80 zu einem Kauf. Das heißt, im Moment ist die Bayer-Aktie maximal auf Watch zu legen, aus unserer Sicht. Dann hat sich Roman die Adidas gewünscht. Die hat der Tristan schon ordentlich zerlegt. Und die IWA hat sich hier eine Währung gewünscht, beziehungsweise ein Währungspärchen, nämlich den US-Dollar gegen die türkische Lira, Kürzel USDTRY. Und auch hier wollen wir natürlich mal schauen, ob sich hier eventuell ein Trade ergibt. Auch wenn die Währung etwas exotischer ist, man hier auf die Spreads achten sollte. Ein ordentlicher Broker wäre von Vorteil. Und man sollte die Zeiteinheiten nicht zu tief wählen, weil ansonsten einfach der Spread zu viel auffrisst vom möglichen Bewegungspotenzial. Wochenchart ist bullish. Wir sind über allen gleitenden Durchschnitten. Dementsprechend wäre das hier ein Long-Kandidat. Gehen wir mit diesem Wissen runter in den Tag und schauen mal, wo ein solcher Einstieg möglich wäre. Auch aus Sicht des Tagescharts ein klarer Kauf. Wir sind in einer Aufwärtsbewegung, die sich zwar in der Korrektur befindet. Wir hatten hier oben ein sogenanntes Doppeltop aus Sicht der Charttechnik. Das heißt, diese Formation hat dazu geführt, dass wir jetzt in die Korrektur gehen. Und dann wäre es durchaus interessant, mal zu schauen, wie gesagt, wo wir einsteigen können. Ziehen wir eine klassische Trendlinie aus diesen beiden Verlaufstiefs, dann können wir eine Unterstützungslinie einzeichnen und sehen dann auch, naja, diese Unterstützung an sich ist noch nicht wirklich hilfreich. Wir brauchen da vielleicht ein bisschen mehr, nämlich wir ziehen Fibonacci hinzu. Das wichtigste Fibonacci-Retracement ist das 61,8er. Dieses wiederum fällt auf dieses Verlaufshoch. Das heißt, wir haben bei 2,7987 eine Unterstützung geclustert aus Trendlinie, Fibonacci-Unterstützung und einem horizontalen Unterstützungsniveau. Das heißt, ich würde diese Währung, wenn überhaupt, erst kaufen, wenn wir noch etwas nach unten kommen. Bullischer Kandidat ist es auf jeden Fall. Dementsprechend wäre dann auch die 200-Tage-Linie als Stütze wieder in Reichweite und wir könnten uns hier weiterhin nach oben entwickeln. Im Stundenchart sehen wir nämlich schon, ist das hier ein Abwärtstrend. Und dann nochmal der Roman, der sich hier die Fresenius Medical ist das, glaube ich, Fresenius Medical gewünscht hat und dementsprechend auch hier, da ist sie dann wohl, mal schauen, dass wir die richtige Börse ziehen. Muss ich mal ganz kurz gucken, hat jemand die WKN zufällig zur Verfügung? Chris? Hörst du mich? Jo, sag an. Na klar. DE 000 5785. Ah, ich habe es ja schon, FME, ich weiß ja, ich wusste es ja auswendig. Okay. Danke, aber trotzdem. FME ist also hier das Kürzel, dann ziehen wir auch die Xetra-Daten. Wie immer der erste Blick auf den langfristigen Wochenchart. Wir sehen, wow, das sieht super aus, wir sind über den gleitenden Durchschnitten. Wir scheinen hier auch Korrektur abgeschlossen zu haben. Befragen wir dazu Fibonacci. Wir sehen, die Korrektur lief bis zum 50er, damit ist sie auch ausreichend und der Chart bewegt sich wieder in die übergeordnete Trendrichtung. Von daher danke ich mal dem Roman für diese Nennung, denn das könnte ein Trading-Kandidat werden, den wir hier
noch auf die Watchlist aufnehmen könnten. Auch im Tageschart zurückerobert, die 200-Tage-Linie, die 100-Tage-Linie, die 50er, die 20er. Das heißt, wir sind bullish, wir sehen einen markttechnischen aufkeimenden Aufwärtstrend und dementsprechend wäre also hier tatsächlich ein sauberer Trade auch gerne der Einstieg zum Marktpreis möglich. Widerstandsbereich und damit Ziel dieses Trades wäre die 81,80. Das wäre also hier oben dieses doppelte Hoch. Das wäre also der Take-Profit dieses Trades und dementsprechend müsste man also eventuell doch einen Einstieg nochmal abwarten oder eben mit einem relativ schlechten Chance-Risiko-Verhältnis leben. Der Stop-Loss müsste unter dieses Tief hier bei 70,96, damit unter die 200-Tage-Linie, unterhalb des jüngsten markttechnischen Verlaufs tief, dann hat man ein relativ schlechtes CRV. Man könnte sich jetzt damit behelfen, indem man einfach wartet, bis die Aktie runterkommt und dann in die Korrektur hinein erst einsteigt. Da kann man auch wieder relativ einfach dann nämlich das CRV hier deutlich verbilligen bzw. verbessern, dann ist nämlich einfach natürlich der Abstand zum Stop-Loss geringer. Wie macht man das? Dann gehen wir noch eine Zeiteinheit tiefer rein in das Chartbild und sehen dann hier den Stundenchart, also die kleinste Einheit, die wir hier gemeinsam betrachten. Und auch hier kann man dann immer am aktuellen Hoch, das kann morgen durchaus woanders sein, eine Fibonacci-Retracement einzeichnen und dann hier eine sogenannte Staffel reinlegen. Das heißt, man kann hier ein Drittel kaufen am 38er, das zweite Drittel am 50er und das letzte am 61,8er. Dann zieht man den mittleren Einstieg auf 73,20 und den Stop-Loss unter die 70,96 und hat sein Chance-Risiko-Verhältnis deutlich verbessert. Ich nehme die FME mit auf in unsere Trading-Matrix als Long-Kandidat und danke dem Roman für die Nennung. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit heute Abend. Wir haben die Wünsche jetzt alle durch. Ich verweise nochmal auf das morgige Webinar, wer vielleicht Lust hat, technische Clusteranalyse mit mir um 18 Uhr zu machen. Der findet den Link wieder bei FX Flat natürlich. Und ansonsten nochmal der Hinweis für diejenigen, die noch zugekommen sind. Ende November, 28. 29.11. Ganz großes Seminar mit Live-Übertragung. Teilnehmer im Stream hier möglich. Von uns, wer Lust und Zeit hat, der ist hier gerne eingeladen, sich das mal anzugucken. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit bei allen Teilnehmern. Danke dem Tristan Buda für seine Zeit und für seine Trading-Ideen und wünsche allen Teilnehmern eine wunderschöne Woche. Wir hören uns zum nächsten Wochenausblick am kommenden Montag um 19 Uhr. Bis dahin, alles Gute.